Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Alexander Kolmogorzew und ich werde Ihnen heute die neuesten Funktionen und Verbesserungen der Version 20.3 vorstellen. Vielen Dank nochmals vom gesamten Bluetelligence-Team für Ihre tollen Feature-Requests, für Ihre Verbesserungsvorschläge und all die gemeldeten Bugs. Durch Ihren Input und Ihre Ideen verbessert sich unser Tool von Version zu Version und das führt dazu, dass die Performance Suite immer mehr Usern dabei hilft, aufwendige Routinetätigkeiten zu automatisieren. Dann gehen wir doch mal in Medias Res und schauen uns die heutige Agenda an. Ich möchte erstmal starten mit den Verbesserungen in der Version 20.3. Dann gibt es noch einen kleinen Ausblick, was Sie 2021 erwartet und auch in der übernächsten Version 21.1. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen dann noch ein paar weitere Informationen mitgeben, die für Sie relevant sein könnten. Gut, dann kommen wir erstmal zu den obligatorischen Informationen. Das neue Release 20.3 wurde vor einigen Wochen veröffentlicht. Das heißt, Sie haben jetzt vor kurzem sollten Sie eine Mail erhalten haben mit einem Download-Link. Dort können Sie das Setup runterladen. Wir empfehlen Ihnen weiterhin die 64-Bit-Version aus Performance-Gründen zu verwenden. Und beachten Sie bitte die Hinweise in der E-Mail. Das heißt, Sie sollten ein Backup auf jeden Fall erstellen von Ihrer Datenbank, um Datenverluste zu vermeiden. Und die Mindestversion für das Update beträgt 19.3. Sie brauchen keine neue Lizenz, anders als letztes Mal. Die Funktionsbausteine wurden ebenfalls nicht geändert. Das Einzige, die HANA Delivery Unit muss aktualisiert werden, wenn Sie denn den HANA-Konnektor nutzen. Wie bei jedem Release haben wir auch diesmal unser User Manual angepasst. Das heißt, dort finden Sie jetzt zahlreiche neue Erklärungen, zahlreiche Infografiken. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollten, dann können Sie dort ganz viele Informationen erhalten und sich weiter informieren, auch bezüglich der Version 20.3. Darauf komme ich dann am Ende nochmal zu sprechen. Verlieren wir keine Zeit und starten mit den neuen Funktionen des ersten Produkts, nämlich mit dem Doku Performer. Der erste Punkt ist für all diejenigen relevant, die Confluence einsetzen im Unternehmen, denn wir haben Confluence weiter optimiert und ausgebaut. Was hat sich genau verändert? Nun, seit einigen Versionen ist es ja möglich, die Objektdokumentation in Confluence hochzuladen, um die Kollaboration zwischen Kollegen und Kolleginnen zu verbessern und wichtige technische Informationen zentral zur Verfügung zu stellen. Verändert hat sich Folgendes. In der Vergangenheit war es so, dass Sie einen allgemeinen Pfad angeben konnten. Sie konnten beispielsweise sagen, ich möchte, dass alle meine Objektdokumentation auf dieser und dieser Confluence-Seite hochgeladen werden. Wir haben die Dokumentation niemals wirklich auf der Seite selbst hochgeladen, sondern wir haben immer basierend auf der SID und basierend auf dem Objekttyp und dem technischen Namen Unterseiten generiert und dann dort die Dokumentation hochgeladen. In der neuen Version haben Sie die Möglichkeit, einen eigenen spezifischen Pfad für Ihre Objekte anzugeben. Uns haben Kunden Feedback gegeben, dass sie ihre eigene Architektur haben, dass sie ihre eigenen Unterseiten haben, ihre eigene Gliederung in Confluence und folglich auch einfach Objekten bestimmte Confluence-Seiten zuweisen möchten. Und das ist jetzt alles möglich. Das heißt, Sie können über einen Rechtsklick im Entity Grid Objekten eine Confluence-Seite zuweisen und können dann eine Seite auswählen. Schauen wir uns das Ganze mal kurz im Tool selbst an. Dafür öffne ich kurz eine Instanz. Wir sind jetzt in der Performer Suite und wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, dann müssen Sie zumindest mal in den Settings Ihre Confluence-URL angeben. Das heißt, in den Settings, das kennen Sie ja, hier kann der Pfad definiert werden und bei Confluence Path können Sie nun an der Stelle sagen, habe ich erstmal einen Confluence Server oder Confluence Cloud, was für eine Variante nutze ich? Sie können die URL angeben und das reicht schon aus, um diese spezifischen Confluence-Zuweisungen durchführen zu können. Wenn Sie einen allgemeinen Pfad haben möchten oder wenn Sie beispielsweise einen Fallback-Pfad haben möchten für all diejenigen Objekte, die keinen spezifischen Pfad haben, dann können Sie das an der Stelle hier auch definieren. Das ist aber nicht notwendig für den spezifischen Pfad. Wenn das Ganze abgespeichert ist, dann können Sie die Settings nochmal schließen. Ich möchte jetzt in meinem Fall beispielsweise diese beiden Procurement-Queries möchte ich dokumentieren. Das heißt, ich kann über Others auf Assign Confluence Page gehen, kann dann hier erstmal überblicken, welche Seiten existieren eigentlich, was für ein Bereich, in welchem Bereich möchte ich das Ganze hochladen. In dem Fall zum Beispiel DocuPerformer Documentation und in dem Fall möchte ich, dass die beiden Query-Dokumentationen auf dieser Seite hochgeladen werden. Ich speichere das Ganze ab und über einen Rechtsklick kann ich wie gewohnt eine Confluence-Dokumentation durchführen. Das wird jetzt gestartet. Und ein wichtiger Hinweis hier noch, dass
wir bei der Dokumentation die allgemeinen Einstellungen beachten. Das heißt, alles das, was Sie in den Settings-Varianten eingestellt haben, wird auch bei der Confluence-Dokumentation beachtet. Das heißt, welche Sprache Sie gewählt haben, was für ein Word-Template, was für eine Kommentarvariante. All diese zielgruppenspezifischen Settings werden auch berücksichtigt bei dieser Art der Dokumentation. Was Sie auch schon gesehen haben, ich kann mehrere Objekte gleichzeitig dokumentieren. Das war vorher auch nicht möglich, auch eine Neuerung. Das heißt, Sie können jetzt wirklich so einen Massenexport durchführen und zahlreiche Objekte gleichzeitig dokumentieren. Die Dokumentation wurde abgeschlossen, ich öffne das Ganze und wir sehen die Dokumentation hochgeladen auf dieser Seite, die ich ausgewählt habe, nämlich Query Documentation Procurement. Hier sind beide Dokumentationen drin. Wir sehen den Kommentar, also all das, was Sie in der Performance Suite gepflegt haben, was Sie auch kennen von der klassischen Dokumentation, wird auch hier berücksichtigt und hochgeladen. Wohingegen der allgemeine Pfad, den sehen Sie hier, da haben wir weiterhin die SID und die Objekttypen und die technischen Namen und dort werden dann die Seiten hochgeladen. Okay, die können das Ganze auch für Szenarien nutzen, das ist auch alles relativ einfach zu verstehen. Auch hier können Sie einfach einen Rechtsklick machen, auf Others gehen und eine Zuweisung machen. Sie können das Ganze auch komplett automatisiert über das Automation-Tool durchführen, indem Sie einfach nur hier bei der Einplanung von Szenarien nochmal auswählen, welche Szenarien dokumentiert werden sollen und gleichzeitig können Sie auf der rechten Seite hier nochmal auswählen, welche Confluence-Seite zugewiesen wird und diese Seite wird dann auch berücksichtigt bei der automatisierten Dokumentation von den Szenarien. Das soll es erstmal gewesen sein zur Confluence-Integration. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt bezüglich der Szenarien. Da hat sich auch ein bisschen was geändert, denn es gab einen Feature-Request. Unsere Kunden, die sehr fleißig mit den Szenarien arbeiten und sehr komplexe Szenarien bauen, haben die Idee gehabt, dass die Pflege automatisiert werden kann. Das heißt, wenn wir uns mal den Use Case vorstellen, Sie haben ein Szenario gebaut, beispielsweise ein Datenmodell, das Sie mit einem Szenario widerspiegeln. Sie haben Objekte zugewiesen und bestimmte Objekte werden eventuell gelöscht oder aber es kommen neue Objekte hinzu, was ja durchaus passieren kann, dass Sie beispielsweise neue Queries oder Berichte anlegen. Und in dem Fall können Sie durch zwei Settings dafür sorgen, dass das Ganze automatisiert gehandhabt wird. Wie geht das? Sie können beispielsweise bei den allgemeinen Szenario-Einstellungen diesen Button hier aktivieren, sodass bei jeder Synchronisation gecheckt wird, ob das jeweilige Objekt, das dem Szenario zugewiesen ist, auch wirklich noch im SAP-System existiert. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Objekt entfernt. Andersherum können Sie auch Objekte automatisiert zuweisen. Da konnten wir nicht so eine allgemeine Einstellung, so eine objektübergreifende oder elementübergreifende Einstellung wählen, denn Sie müssen ja selbstständig festlegen, welchem Kapitel die Objekte zugewiesen werden. Und deswegen können Sie am jeweiligen Chapter, können Sie in den Zuweisungsregeln definieren, beispielsweise, wenn ich zum Beispiel eine neue Query erstellt wird, die den und den Namen hat, dann soll diese Query dem jeweiligen Chapter zugewiesen werden. Um das zu machen, müssen Sie einfach nur diese Einstellung auswählen. Sie können die Systeme auswählen, die berücksichtigt werden sollen für die automatisierte Zuweisung. Und dann müssen Sie sich gar nicht mehr um die Pflege kümmern. Und die Objekte sind jedes Mal, wenn sie neu erstellt werden, auch in Ihrem Szenario. Ein weiterer Punkt ist die Möglichkeit, Szenarien in einem quasi RAW-Format zu downloaden. Wie das Ganze funktioniert, Sie können ganz einfach in der Performance Suite Szenarien auswählen, die Sie herunterladen möchten in ein PSFF-Format. Das ist unser eigenes Performance Suite-Format. Und diese Files können Sie anschließend in einer anderen Datenbank hochladen. Wofür braucht man das? Nun, wenn Sie beispielsweise die Datenbank wechseln und Szenarien mitnehmen möchten oder bei vielen unserer Kunden ist es so, Sie testen beispielsweise unsere Applikation, erstellen Szenarien und möchten das Ganze nochmal mitnehmen in die produktive Welt. Gleichzeitig arbeiten wir auch daran, Szenario-Templates für Sie anzulegen. Das heißt beispielsweise BW4HANA-Templates, die sich an der LSA++-Struktur orientieren. Und wir möchten Ihnen diese Szenarien, diese Templates zukünftig zur Verfügung stellen. Und das ist sozusagen die Möglichkeit, dass Sie die Templates sich auswählen und dann einfach hochladen und sie dann verwenden können. Und deswegen ist das eine ganz gute Möglichkeit, damit Sie dann mit weiteren Templates arbeiten können zukünftig. Genau, auch die Kommentare wurden etwas angepasst. Das heißt, wenn Sie Kommentar-Templates anpassen oder Kommentarvarianten, sprich im Endeffekt die Basis von Kommentaren, dann können Sie das Ganze jetzt auch connectorübergreifend machen. Das heißt, Sie müssen nicht mehr, wenn Sie den Template
Kommentar-Template von einem Calculation View anpassen möchten, müssen Sie nicht mehr in ein HANA-System springen und dann möchten Sie beispielsweise das Story-Template anpassen und dann mussten Sie in der Vergangenheit in ein SAC-System springen. Nein, jetzt können Sie ganz einfach die Konnektoren auswählen, sowohl beim Template als auch bei der Variante und das erleichtert die Pflege dann auch. Auch die UI wurde komplett geändert. Das ist jetzt alles von der Performance her ein bisschen besser und auch von der User Experience. Ein weiterer Punkt, der die Kommentare betrifft, ist der Kommentartransfer. Das heißt, auch da gab es häufig die Frage, wie wir die User unterstützen, wenn es zu einer BW4HANA-Migration kam. Inwiefern Kommentare, die in der Vergangenheit genutzt wurden, in dem alten BW-System, auch wiederverwendet werden können in der neuen Welt, im neuen BW4HANA-System. Und dafür haben wir eine kleine Funktion uns ausgedacht. Das heißt, Sie können das Objekt Ihres alten Systems auswählen und per Drag and Drop auf das Objekt Ihres neuen BW4HANA-Systems beispielsweise einfach fallen lassen via Drag and Drop und können dann anschließend einfach den Kommentar Ihres Quellobjekts auf der linken Seite übertragen auf das Zielobjekt auf der rechten Seite. Da machen wir natürlich ein paar kleine Validierungschecks. Wir gucken also, ob der Transfer möglich ist, ob die Chapters, die im Quellobjekt drin sind, auch im Zielobjekt existieren quasi, ob ein Kommentar bereits existiert, dann wird das in gelb angezeigt, oder ob alles reibungslos funktioniert, dann ist hier nochmal ist es grün gehighlightet und der Kommentartransfer kann ganz einfach über hier unten Starttransfer realisiert werden. Das Ganze findet sich unter Administration und dann Commenting und dann Comment Transfer. Gut, das war bezüglich des Doku-Performers. Wir kommen nun zu unserem nächsten Produkt, nämlich dem System Scout. Auch da gab es einige Veränderungen. Ich möchte jetzt nur auf die Highlights eingehen. Und das erste größere Highlight berücksichtigt die SAC. Mit der neuen Version ist es möglich, die Verwendung von BW, HANA sowie S4-Objekten in SAC-Stories zu identifizieren. Wir hören sehr häufig von unseren Kunden, dass es ohne Tool sehr schwer ist zu erkennen, welche Objekte als Data Sources im Model ausgewählt wurden. Und mit dem System Scout kann man sich jetzt sehr schnell einen Überblick verschaffen, welche Objekte als Data Source verwendet werden. Schauen wir uns das Ganze einfach mal in einer Live-Demo an, wie das aussieht. Dafür öffne ich nochmal kurz die Performer Suite und ich befinde mich jetzt in einem BW-System. Was kann ich nun tun? Ich kann mir beispielsweise eine Query auswählen, mit der ich arbeiten möchte. In dem Fall die Query, die hier. Und über einen klassischen Verwendungsnachweis kann ich auf Where Used klicken und kann an der Stelle jetzt ein bestimmtes Setting setzen, nämlich Check Usage in SAC Entities. Wenn ich hier draufklicke und auf Start klicke, dann wird geprüft, ob diese Query eventuell als Data Source in der Story verwendet wird. Und das ist tatsächlich der Fall. Das heißt, diese zwei Stories basieren quasi auf einem Model und dieses Model konsumiert diese Query. Und hier sehen wir dann, welche SAC-Stories involviert sind. Das Ganze funktioniert auch für den Datenfluss. Das heißt, wenn ich beispielsweise mir mal einen Composite Provider öffne, den hier und mir den Datenfluss anzeigen lasse, dann kann ich mir auch nochmal visuell anzeigen lassen, welche Stories denn auf meinem Composite Provider bzw. auf den Queries meines Composite Providers basieren. Ich klicke einfach hier auf Show Higher Level Entities. Ich wähle dann die Query aus, die wir auch vorhin schon ausgewählt haben. Kann dann noch sagen, dass die darüber liegenden Objekte angezeigt werden. In dem Fall muss ich darauf klicken, weil ich ja die Stories sehen möchte. Und jetzt sehe ich nochmal den kompletten Datenfluss von der Data Source bis zu den Stories in dieser Ansicht. Das heißt, hier ist die Query und da sind die Stories, die darüber liegen. Diese Ansicht lässt sich exportieren, das heißt, ich könnte sie durchaus dokumentieren. Ich kann sie auch in ein Szenario einbauen. Das heißt, wenn ich beispielsweise diesen Datenfluss, diesen Dataflow-View speichere und dann im Szenario dann am Objekt sage, berücksichtige bitte den Datenfluss, dann kann ich mir diese Ansicht sogar auch mit in meine Dokumentation integrieren. Das Gleiche ist auch möglich für HANA. Das können wir uns auch nochmal ganz kurz anschauen, wie das aussieht. Dafür wechsle ich kurz in ein HANA-System und suche nach einem bestimmten Calculation View, sobald der Wechsel vollzogen wurde. Ich befinde mich jetzt im HANA-Connector, kann wie gewohnt ein Calculation View zum Beispiel auswählen und kann die Filtermöglichkeiten nutzen, um einen bestimmten Calculation View zu finden. Auch hier kann ich jetzt einen Verwendungsnachweis durchführen und wir prüfen nach einer kurzen Anmeldung,
prüfen wir die Verwendung in anderen Calculation Views, die Verwendung in BW, aber auch die Verwendung in SAC. Und das ist auch der Fall. Wir sehen, dass dieser Calculation View in dieser Story verwendet wird. Gleiches gilt auch hier wieder über ein, wenn ich mir den Datenfluss anzeigen lasse, beispielsweise den hier von dem Calculation View, dann sehen wir auch an der Stelle wieder, welche Stories verwendet werden, indem ich einfach hier draufklicke und hier die Story auswähle und schon direkt sehe. Also auch das lässt sich sehr einfach anzeigen. Was ich vorhin anmerken wollte, war, man muss ein Mapping pflegen. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, über die offizielle SAP-API herauszufinden, welches System genau involviert ist. Das habe ich vorhin zum Beispiel nicht gemacht. Das heißt, ich habe hier diese Pflege nicht betrieben, dass ich sage, was ist das Source-System, das ist das HANA-System und was ist das SAC-System. Und dann können Sie noch die System-ID auswählen. Das heißt im Endeffekt die Connection-ID, die man in SAC pflegen kann. Das muss getan werden, damit Sie ein Ergebnis sehen. Okay, das war bezüglich SAC. Genau, noch ein kleiner Punkt. Wir freuen uns immer sehr über Input von Ihrer Seite. Das heißt, wenn Sie Feedback haben oder wenn Sie Ideen haben, in welchen Bereichen wir Ihre Arbeit in der SAC toolgestützt vereinfachen können, dann können Sie uns sehr gerne kontaktieren und wir würden uns dann sehr darüber freuen, wenn Sie uns einfach nochmal ein bisschen Feedback geben und wir nochmal sehr praxisnahe Funktionen erstellen können. Gut, dann machen wir mal weiter mit den weiteren Funktionen. Wir haben noch im System Scout weitere Funktionen umgesetzt und verbessert. Zunächst einmal die Mapping-Analyse. Sie können jetzt mehrere Info-Objects oder Felder gleichzeitig auswählen. Nochmal kurz für diejenigen, die die Funktion nicht kennen. Sie haben die Möglichkeit im Datenfluss, ich habe Ihnen vorhin den Datenfluss in der Netzwerkgrafik gezeigt, es gibt auch den Datenfluss in der Baumstruktur, also in der TreeView. Und in dieser TreeView hat man die Möglichkeit, von dem analysierten Objekt ein Info-Object oder Feld auszuwählen und anschließend zu überprüfen, wie ist dieses Info-Object oder das Feld eigentlich über den gesamten Datenfluss hinweg gemappt. Und das ging in der Vergangenheit nur für ein einziges Info-Object oder für ein einziges Feld. Das haben wir geändert, das heißt, Sie können jetzt an der Stelle für mehrere Objekte gleichzeitig diese Analyse durchführen, für die Sie sich interessieren. Und gleichzeitig sehen Sie auch in diesem Screenshot, dass es sich hier um ein Calculation View handelt. Das heißt, diese Funktion funktioniert nun auch für die Felder von Calculation Views und gleichzeitig auch für die OpenODS Views Objekte. Genau, das ist jetzt möglich. In der Vergangenheit konnten Sie immer nur ein Objekt sich auswählen oder die 100%-Variante machen mit Data Lineage, wo ein Excel-File generiert wurde. Jetzt können Sie das Ganze nochmal individuell für sich nochmal auswählen, welche Info-Objects oder Felder relevant sind. Und bei BW erhalten Sie beispielsweise solch eine Ansicht, wo Sie die Objekte oben sehen, die Sie ausgewählt haben, die Info-Objects. Und dann sehen Sie, was in den Transformationen genau passiert, ob es ein Direct-Mapping ist, ob eine Startroutine vorkommt und so weiter. Und das ist jetzt für weitere Objekttypen möglich und gleichzeitig auch für mehrere Info-Objects und Felder gleichzeitig. Wir haben auch Analyze Compare angepasst. Die Funktion gibt es auch schon sehr lange, eine sehr hilfreiche Funktion, wenn Sie systemübergreifend feststellen möchten, inwiefern sich der Aufbau von Objekten unterscheidet. Und um das feststellen zu können, können Sie ja wie gewohnt einfach die Funktion öffnen, aber wir haben die UI angepasst und gleichzeitig auch die User Experience. Die ganze UI ist ein bisschen modernisiert worden und unterstützen weitere Objekttypen. Das heißt, Sie können jetzt auch Klassen analysieren, Funktionsbausteine, aber auch DTPs. Wenn wir zum Beispiel hier uns den Screenshot anschauen und rechts ein Produktivsystem haben, links ein Entwicklungssystem, können wir sehr schnell feststellen, ob eventuell am DTP im Produktivsystem etwas angepasst wurde, was aber nachträglich nicht im Entwicklungssystem angepasst wurde, wie beispielsweise der Filter US-Dollar hier zu sehen. Das Ganze funktioniert auch für das Coding von CTS-Views. Auch das ist möglich, wie man hier sieht. Und auch da würde ich Ihnen gerne mal kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Dafür öffne ich wieder meine Performer Suite-Instanz. Ich gehe zur Funktion. Ich springe da rein, indem ich auf Analyze Compare klicke. Ich könnte auch ganz klassisch über das Entity Grid gehen, über ein Kontextmenü am jeweiligen Objekt. Hier hat sich erstmal soweit nichts geändert, das heißt, ich kann immer noch meinen Objekttyp auswählen, welches ich analysieren möchte, zum Beispiel in dem Fall Data Definitions, TDS Views. Ich kann, das ist jetzt die Neuerung, das System auswählen. Das heißt, ich bin nicht abhängig von einem System, in dem ich mich gerade aufhalte, sondern ich kann hier einfach direkt das System auswählen, das mich gerade interessiert, unabhängig vom eingeloggten System. Ich wähle nun ein Objekt aus, beispielsweise Y, ja, dieses CDS-View wähle ich aus und analysiere das Objekt, lasse mir den Aufbau anzeigen, lasse mir auch das Coding anzeigen, das ist jetzt auch neu, dass es mit ausgegeben wird
Und ich kann jetzt in den Comparison Mode springen. Das heißt, ich kann relativ einfach, Moment, ich zeige Ihnen das kurz, ich füge das kurz in den Filter hier ein. Ich springe in den Comparison Mode. Es öffnet sich auf der rechten Seite ein zweiter Workspace. Ich kann mir jetzt ein Vergleichssystem auswählen, zum Beispiel das ZW2. Und kann das Objekt dann einfach hier reinziehen. Das heißt, er merkt sich den Filter an der Stelle und zeigt ihn sofort an. Gibt es ein Objekt mit dem identischen Namen im Vergleichssystem? Und nun kann ich relativ komfortabel mir die Unterschiede anzeigen lassen. Über paralleles Scrolling kann ich auch sehr einfach hier runtergehen. Ich sehe, dass hier Country Key vorkommt und Arrival City, also andere Felder genutzt werden. Das Ganze lässt sich auch hier nochmal im Code anzeigen, inwiefern er sich dann hier unterscheidet mit dem Vergleichsobjekt. Und sehr schnell kann ich dann die Unterschiede feststellen. Ich könnte an der Stelle auch einfach ein anderes Objekt hier einfach hier reinziehen, wenn ich das denn wollen würde. Das heißt, ich könnte einfach dieses Objekt hier reinziehen und es vergleichen, obwohl sie nicht den gleichen technischen Namen haben. Das ist sozusagen die Neuerung, die wir jetzt eingebaut haben. Sie sind also nicht mehr abhängig von dem technischen Namen. Dann springe ich wieder zurück in die Präsentation. Und wir kommen zum nächsten Produkt, nämlich zum Migration Booster. Der Migration Booster ist ja das Tool Ihrer Wahl, wenn es um eine BW4HANA-Migration geht, vor allem mit einem Greenfield-Ansatz. Und wenn Sie auch im Zuge solch einer BW4HANA-Migration vor der Herausforderung stehen, mehrere Info-Objects zu konsolidieren, dann hilft Ihnen diese neue Funktion weiter, denn mehrere alte Info-Objects können während der Migration automatisiert durch ein gemeinsames Info-Object ersetzt werden, wie auf der Abbildung hier zu sehen. Gleichzeitig auch durch die Verwendung der alten Info-Objects werden in den zu migrierenden Info-Providern und Reporting-Element werden sie auch durch das ausgewählte Info-Object ersetzt. Wenn Sie also einen ähnlichen Use-Case haben und auch an solch einer Konsolidierung interessiert sind, dann können Sie uns gerne kontaktieren, damit wir nochmal individuell eingehen können auf Ihre Einforderungen und uns auch gemeinsam anschauen können, inwiefern wir Sie unterstützen können mit dem Migration Booster und dieser Funktion. Sie können sich einfach gerne bei uns melden. Und wir checken das dann mal ab. Genau, dann noch beim Translation Steward die letzte Änderung, die ich heute noch kurz präsentieren möchte. Beim Translation Steward ist es so, dass wir das Wörterbuch etwas klüger gemacht haben quasi. Es ist jetzt noch intelligenter. Das Wörterbuch orientiert sich nämlich jetzt ab dieser Version an der festgelegten Master Language. Um das kurz nochmal zu erklären, mit dem Translation Steward habe ich ja die Möglichkeit, BW-Objektbeschreibung zu übersetzen und gegebenenfalls bestimmte Beschreibungen in Sprachen, in denen die Beschreibung nicht gut gepflegt wurden, einfach nochmal etwas nachzubessern. Und gleichzeitig war es immer so, dass es eine Master Language gab. Die Master Language war notwendig, um festzulegen, an welcher Stelle ich die Beschreibung ändern möchte. Und basierend auf der Master Language wurde sie beispielsweise auf Ebene des Info-Objects oder auf Ebene des Info-Providers geändert oder, wenn es query-spezifisch war, auf Ebene der Query. Und jetzt hat die Master Language einen noch wichtigeren Stellenwert, denn sie ist der Orientierungspunkt. Wenn wir also feststellen, dass sie eine Beschreibung in mehreren Sprachen beziehungsweise wenn Sie eine Beschreibung mehrfach im Wörterbuch haben, dann zeigen wir Ihnen das auch bei den existierenden Beschreibungen an. Wenn Sie also hier bei Lieferanteninformation, sprich Supplier Information, haben Sie zweimal im Wörterbuch drin, mit zwei verschiedenen Übersetzungen, dann zeigen wir Ihnen diese alternative Beschreibung ebenfalls hier an. Das heißt, auch existierende Beschreibungen können angepasst werden und sehr einfach ersetzt werden. Wenn Sie also irgendwelche Dummies verwenden für irgendwelche in einer bestimmten Sprache, dann können Sie sie ganz einfach identifizieren, aufspüren und ersetzen mit der alternativen Beschreibung, die Sie im Wörterbuch gepflegt haben. In der Vergangenheit konnten Sie existierende Beschreibungen nicht anpassen. Das ist jetzt hier möglich. Das heißt, es ist jetzt alles ein bisschen klüger und auch die Integration von Beschreibungen in das Wörterbuch wurde nochmal etwas verbessert. Ein kleiner Ausblick, was so auf Sie zukommt nächstes Jahr. Wir möchten zunächst einmal die SRC-Komponente weiter ausbauen. Wir möchten Models unterstützen und sind da auch sehr gespannt, wenn von Ihnen Ideen kommen, was wir da umsetzen können, welche weiteren Funktionen wir anbieten können. Gleichzeitig wird es auch möglich sein, ab der nächsten Version schon 21.1 Queries auf Aggregation Levels zu kopieren. Wir möchten den System Scout nochmal etwas umstrukturieren, sodass es für Sie einfacher ist, Funktionen zu finden, die Ihnen weiterhelfen. Gleichzeitig möchten wir auch die Settings etwas reworken, das heißt, dass Sie noch besser customizen können und noch besser festlegen können, wie Ihre Dokumentation aussehen soll. Und zu guter Letzt eine Funktion, die ebenfalls schon
sehr fortgeschritten ist und die wir dann auch in 21.1 anbieten werden. Es ist die Network Mapping Analyse. Es ist dann eine sehr hilfreiche Analyse. Sprich, das, was Sie vorhin gesehen haben in dieser Baumstruktur, können Sie nochmal in der Network-Ansicht nochmal sich anzeigen lassen, in der Netzwerkansicht. Das heißt, Sie können sich beispielsweise den Datenfluss einer Query anzeigen lassen. Dann sehen Sie hier nochmal die gesamten verwendeten Info-Objects der Query. Und wenn Sie da draufklicken, zum Beispiel wie hier geschehen bei Null Vendor, wird Ihnen angezeigt, wie dieses Objekt gemappt ist. Ob es beispielsweise ein Direct Assignment gab an dieser Stelle oder ob es vielleicht eine Feldroutine gab. Wenn ja, was passiert da genau im Coding? Das kann ich mir alles anschauen. Das heißt, es ist alles nochmal sehr schön visuell dargestellt und Sie können sich sehr schnell durchklicken durch die verschiedenen Info-Objects und einen Überblick erhalten. Das kommt dann auf Sie zu nächstes Jahr. Gut, wir kommen jetzt auch schon zum letzten Teil dieses Webinars. In diesem Webinar konnte ich natürlich nur die Funktion ganz kurz anschneiden. Wenn Sie also das Gefühl verspürt haben, da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren zu der Funktion X, dann haben Sie die Möglichkeit, unsere Produkte, aber auch unsere Konnektoren im vollen Funktionsumfang zu testen. Sie können uns einfach gerne kontaktieren. Wir können gerne eine individuelle Websession vereinbaren. Da können wir nochmal auf Ihre individuellen Anforderungen eingehen und dann können Sie für 30 Tage unsere Produkte testen. Gut, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch besinnliche und schöne Feiertage und ich hoffe, dass Sie uns auch im neuen Jahr 2021 treu bleiben und unsere Webinare weiterhin besuchen und daran teilnehmen. Genau, bleiben Sie gesund und alles Gute. Bis bald. Tschüss.